Hallo, mein Name ist Christian Eickhoff von der Tünkers Maschinenbau GmbH in Ratingen. Viele von unseren Kunden fragen uns, wie man das Abfrageset an unseren Spannern tauschen kann. Heute möchte ich Ihnen deshalb zeigen, wie man an diesem V63 das Abfrageset wechseln kann. Dazu nimmt man als erstes das Sensorkabel ab. Danach muss der Spannarm in die geöffnete Position gebracht werden. Erfolgt der Austausch der Sensoreinheit bei geschlossenem Spanner, kann die Einheit beschädigt werden. Zum Herausnehmen der Einheit einfach diese Schraube lösen und die Abfrageeinheit herausnehmen. Bei der Montage einer neuen Einheit geht man umgekehrt vor. Dazu als erstes die Abfrageeinheit einsetzen, dabei diese Nase oben in das Gehäuse einführen. Danach mit der Schraube fixieren. Abschließend noch das Sensorkabel wieder anschließen und schon ist der Spanner wieder einsatzbereit.